Ich habe sowas noch nie gemacht. Also irgendwem sowas erzählt. Ich weiß nicht, warum ich den Hund umgebracht habe, Herr Doktor. Ich weiß, Sie sind kein Doktor. Aber ich fühle mich besser, wenn ich zu Ihnen Doktor sagen kann. Dann habe ich das Gefühl, Sie verstehen etwas von Ihrem Beruf. Ich habe auch gar nicht so viele Freunde. Eigentlich gar keine. Sie denken, das Leben ist hart? Dann waren Sie nicht auf meiner Schule. Und trotzdem will ich keinen von diesen Arschlöchern die Rübe wegblasen. Nicht, dass ich mich in den Schlaf weinen würde. Ich habe so meine Probleme mit dem Weinen. Es kommt einfach nicht. Findest du, ich rede zu viel in Metaphern? Nein. Ich mag das, wie du redest. Wann musst du gehen? Ich muss nicht gehen. Willst du jetzt bleiben, oder was? Ganz ruhig. Ich will dir nicht auf die Nerven gehen oder sowas. Ich sag nur, ich muss nicht gehen. Ich kann noch bleiben. Dann bleib. Aber nur, wenn es dein freier Wille ist. Weißt du, dass du ziemlich verkorkst bist? Ich verstehe auch gar nicht, was Sie meinen. Nur weil ich einen Hund gesprengt habe, will ich jetzt Menschen umbringen? Also ein Hund ist ein Hund. Ein Gebrauchsgegenstand. Und es beschwert sich ja auch niemand, wenn ich meinen Badezimmerschrank in die Luft jage. Meine Mutter ist fortgegangen und wir haben nie wieder was von ihr gehört. Da hätte ich auch gerne geweint. Ich meine das ja auch überhaupt nicht sexuell, sondern spirituell. Du Sau. Seelisch meine ich. Ach so. Du hast eine große. Seele meine ich. Du auch. Und was machen wir jetzt? Was würdest du davon halten, wenn wir einmal richtig viel Kohle hätten? Wo soll die denn herkommen? Wie sieht's aus? Nicht gut. Was genau meinst du, wenn du sagst, nicht gut? Gar nicht gut. Das heißt? Holen, soweit das Auge reicht. Wie viele? Zu viele. Plus 50? Vorschläge? Du nimmst die rechten 150, ich nehme die linken 150 und die 150 in der Mitte legen wir in Gottes Hände. Mit anderen Worten, wir sind im Arsch. Wir sind so tief im Arsch, dass wir vorhin schon wieder rauskommen. Sie ist die einzige ihrer Art. Ein Wesen, bei dem es einem vorkommt, als sei sie der letzte Überlebende einer längst vergessenen Zeit. Sozusagen das Missing Link zwischen Glück und Schicksal. Clyde ist richtig für mich und ich bin richtig für ihn. Das ist das ganze Geheimnis. Keine Tricks. Und da braucht es keinen Psychologen mit eingerahmten Diplomen an der Wand. Wir sind einfach glücklich zusammen. Verreckt, ihr Bullenschweine!